Bună și bun venit! Bună și bun venit! Oder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, worum geht's heute? Wo sind wir überhaupt? Heute sind wir in Rumänien. Es gibt ein Urlaubsbier. So, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Rumänien gewesen ist. Ich persönlich leider noch nicht, aber das werden wir nachholen, ne? Ging an eine andere Adresse, aber das werden wir nachholen. Ja, heute habe ich es vor mir, das Untold, das unsterbliche Bier. Ja, Ursus. Das ist wohl, wenn man Wikipedia glauben mag, das meistverkaufteste Bier in Rumänien. Ich glaube, so viele Sorten gibt es da eh nicht. Es gibt auch das Timișoara. Und vielleicht noch so ein paar Kleinbrauereien, keine Ahnung. Ne? Ja, aber jetzt geht es um das Ursus. Und wie gesagt, das ist das meistverkaufteste Bier in Rumänien. Und wer schon mal an der Schwarzmeerküste oder ja, generell am Schwarzen Meer war, in Bulgarien oder Rumänien, da müsste das auch überall an jeder Strandbar erhältlich sein. Ne? Immerhin, die haben nach Angaben, glaube ich, 6,8 Hektoliter Bier verkaufen die im Jahr. Also, scheint erfolgreich zu sein. Ne? Ja, erstmalig gebraut 1878. So, und dann haben wir die gleiche Geschichte, die ich gestern bereits erzählt habe, was mit dem Tisky passiert ist. 1997 durch SAB Miller übernommen. Und 2017 hat man es dann an Asahi weiterverkauft. Der Grund mag wohl damit gewesen sein, weil das Bier nicht irgendwelche EU-Richtlinien befolgt. Und deswegen hat man es an Asahi abgegeben. Ne? Ja. Und jetzt bin ich mal dabei. Jetzt können wir es mal ausprobieren. Ja. Also ich habe nicht allzu viel gefunden, steht alles auf Rumänisch drin. Da steht wohl APA, was so viel wohl wie Wasser heißt. Malz, also Malt, Din, Orts. Das ist Getreide und Hopfen. Also Getreide, das könnte alles Mögliche sein, das könnte auch Mais drin sein. Ne? Ich habe das Bier einmal schon getestet, und zwar, das kommt auch aus dem Russenmarkt, ne? Das kriegt man da in dem Mixmarkt bei uns in der Ecke, und was wollte ich jetzt sagen? Ja, jedenfalls kann man es bei uns auch kaufen, ne? Ist ein bisschen teurer. Und ich hatte es schon mal im Glas, aber da hat man es nicht ganz so geschmeckt, ne? Jetzt probieren wir es mal erneut. War vielleicht auch die falsche Jahreszeit, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Sommerbier, was in den Sommer reinpasst, ne? So. Also wie gesagt, was da drin ist, Din Orts, können wir mal googeln, das heißt wohl Getreide, und dann Orts ist anscheinend Hopfen, ne? Auf Deutsch. Also da steht zum Beispiel auf dem deutschen Aufkleber Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Ob das alles ist, wie gesagt, das weiß ich nicht. Ne? Ah ja. Schaumkrone, schon mal geil, ne? 4
4 Strich über. Ja. Also, wenn er das Bier trinkt, dann werdet ihr unsterblich. Vielleicht hat es der Dracula schon getrunken, ich weiß es nicht. Auf dem Bier steht zumindest, also nicht auf dem, aber auf anderen habe ich schon gelesen, untold. Was so viel heißt, unsterblich. Also, der Schaum sieht doch geil aus, ja. Leute, ich weiß nicht, was ihr immer habt mit solchen ausländischen Bieren. Ne? Die Büchs ist auch ganz ansprechend, also da gibt es nichts. Ne? Das Bier, habe ich gesagt gehabt, kommt aus Brasov, da steht die Brauerei, im Staat Klučnapoka. Ne? Da wird das Bier gebraut, aber die haben noch andere, die haben noch, glaube ich, 3 oder 4 andere Braustätten, auch in Timișoara, das ist auch SAP Miller oder beziehungsweise jetzt Asahi. Deswegen kriegt man das Bier auch hier. Normalerweise ohne Probleme. Ja, der Schaum, die Schaumkrone ist stabil. Eine goldene Trübung, goldene Farbe. Anständige Temperatur. Ja, riechen tut's. Süßlich, mild. So, jetzt habe ich vergessen zu gucken, wie das heißt auf Rumänisch. Aber ich glaube, die sagen auch Nastrovje. Ja, Nastrovje. Süffig. Da ist also kein Fehlaroma, nichts drin. Kann man gut wegtrinken, ne? Also, habe schon wesentlich schlechter getrunken, aber wie gesagt, ich kann mich erinnern, das, wo ich zuletzt hatte, jetzt muss ich ja überlegen, wann ich das gekauft habe, ich glaube, es war 2019, aber da war es eigentlich schon Asahi. Da hat man es nicht so gut geschmeckt, ne? Aber wenn er da am Strand liegt oder in irgendeine Beachbar geht, ne, warmer Wetsche, der cool Strandort, da schmeckt es bestimmt nicht schlecht bei 30, 40 Grad, ne? Ich sag's ja immer wieder, ne? Es gibt Biere oder Bierchen, die funktionieren jetzt in unseren Gefilden funktionieren die nicht so gut, ne? Aber so ein Bier, ne? Wenn man irgendwo dort regionale Küche genießt und es ist entsprechend warm und man hat einen anstrengenden kulturellen Tag hinter sich, kann man das Bierchen hier im Biergarten oder am Strand, kann man das locker genießen. Ne? Nichts Schweres. Entspricht, würde ich sagen, einem Lagerbier oder einem Hellen. Ne? Es hat jetzt keine, wie gesagt, keine Fehlaromen, nichts. Also, kann man gut wegtrinken. Ne? Also ich würde sagen, da ist nichts anderes drin, außer dem, was draufsteht, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Könnte mich täuschen, ne? Aber wie gesagt, da schmeckt jetzt nichts unrund.
kann man gut Dings, kann man gut trinken. Und ich muss sagen, das Bier ist okay. Ja, da steht noch was drauf. Regele Bieri in Romania. Habe ich auch mal gelesen, Regele Bier. Ich weiß nicht, ich komme nicht drauf. Wenn jemand unter euch Rumänisch spricht oder vielleicht aus der Ecke kommt, der kann ja mal reinschreiben, was es heißt. Regeli. Ich kann auch nachher nachgucken, aber dann ist das Video vorbei. Regele Berry in Romania. Keine Ahnung. Ja, Leute, das soll es gewesen sein. Ich mache da jetzt nicht... Ich mache da jetzt nicht rum. Das Bier ist trinkbar, was so viel heißt wie in Rumänien kann man auch Bier trinken oder kann man auch Bier kaufen. Tut nicht weh, zwickt nicht. Und in diesem Sinne, gebt mir ein Like, lasst ein Abo da und ich würde mich so freuen, wenn ihr mein nächstes Video nicht verpasst. Macht's gut. Bis dann.